Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tobis Hardware-Ecke. Was wollen wir uns heute anschauen? Ich habe heute mal dieses riesen Monstrum vom Monitor dabei. Das schauen wir uns mal an. Das ist der LG 38GN950B. Das ist ein LG-Monitor der Ultra-Gear-Reihe. Dementsprechend hochwertig und top ausgestattet ist er auch. Was der wirklich kann, wie der aufgebaut wird, wie die Kalibrierungswerte aussehen und dann am Ende ein Fazit. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich freue mich auf euch und jetzt testen wir mal das Ding. Da der Monitor einfach schlicht und ergreifend echt groß ist, ja, hat LG hier so eine Montagehilfe dazu gegeben. Da wird der Monitor aufgelegt, der Druck verteilt sich gleichmäßig auf das Curved-Display. Und so kriegen wir keine Schäden, wenn wir das Ding aufbauen. Der Rest ist ganz einfach, wie bei nahezu jedem Monitor. Wir haben hier zwei Flügelschrauben, die werden da reingedreht, damit ist der Standfuß hier unten arretiert. Hier unten am Monitor, blende ich euch gleich noch ein Bild ein, haben wir eine Entriegelungstaste. Der Standfuß wird einfach hier eingesetzt, gekippt, drin. Das war's. Mehr können wir dazu nicht sagen. Oder mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Ist relativ einfach gehalten. Das sollte kein vorschwerwiegende Problem stellen. Was haben wir im Lieferumfang des LG Ultra Gear Gaming Monitors? Wir haben zum einen ein HDMI-Kabel, ein DisplayPort-Kabel, ein Kabel für den USB-Hub. Wir haben ein Netzteil, eine Treiber-CD, einen Kalibrierungsbericht, Garantiebedingungen und Anleitungen. Wenn wir uns jetzt mal die Ergonomiefunktionen von dem LG 38GN950B anschauen, dann können wir folgende Sachen mit dem Monitor machen. Der Standfuß ist ziemlich stabil, das geht. Hier haben wir so ein leichtes Wackeln drin, aber das hält sich in Grenzen. Es hämmert ja keiner anständig die ganze Zeit auf seinem Tisch rum. Es sei denn, er verliert gerade im Multiplayer von Call of Duty oder so. Aber ansonsten steht das Ding schon ziemlich stabil. Was können wir jetzt damit machen? Wir können ihn relativ leicht hochfahren auf diese Höhe. Das hier wäre komplett runter. Wir können ihn nach hinten kippen und nach vorne ein Stück neigen. Was wir nicht können, ist ihn drehen seitlich. Das kann der Monitor leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, vor allen Dingen zu dem Preispunkt, aber da kommen wir später nochmal dazu. Jetzt schauen wir uns erstmal die Rückseite vom Gerät an. Und dann gehen wir mal drauf ein, was wir da alles so finden. Das ist jetzt die Rückseite vom LG. Wir wollen uns jetzt mal angucken, was wir hier so zu sehen bekommen. Was direkt ins Auge sticht, ist dieser riesige RGB Halo Ring. Der geht einmal komplett rum, ist addressable RGB, also das heißt, er kann die Farben in verschiedenen Segmenten wechseln. Hat auch etliche Beleuchtungsfunktionen, die stelle ich euch aber nachher noch mal kurz vor. Dann hier rechts sehen wir, auf der rechten Rückseite ist unser Panel für die Anschlüsse. Was haben wir da jetzt alles genau? Ich blende euch dann mal ein Bild ein. Dann lässt sich es einfach nachvollziehen. Wir haben einmal den Eingang vom PC auf den Monitor für das USB-Hub. Dann haben wir ein DisplayPort, zweimal HDMI. Wir haben den Stromanschluss, wir haben einen Kopfhörerausgang und zweimal USB 3.0. Was sehen wir noch? Wir haben hier unser Ultra Gear Logo. Wir haben hier den Ständer mal von der Rückseite. Wir haben hier leider keine integrierte Kabelführung. Was vorhanden ist, ist diese, naja, ich nenne es mal Kabelhalterung. Da kann man die Kabel, die hier rauskommen, sozusagen hier drüber legen, hinter dem Standfuß dann runter und dann dementsprechend hinter eurem Schreibtisch oder wo ihr den auch haben wollt, verstecken. Was nochmal zu sagen ist, zu den Ergonomiefunktionen, ihr seht es hier, dieser Ständer ist ziemlich ausladend. Ihr müsst da wirklich Platz einrechnen auf eurem Schreibtisch. Ja, wir haben hier, ich würde es mal schätzen, knappe 30 cm. Von der Hinterkante bis hier vor. Also das heißt, ihr braucht wirklich ein bisschen Platz. Ihr müsst auch bedenken, der Monitor ist ziemlich groß. Das sind 37,5 Zoll, was wir hier vor uns haben. Das heißt, bedenkt bitte,
dass ihr nicht zu nah dran sitzt, dass ihr wirklich ein bisschen Platz nach hinten habt, um das ganze Bild und diese Immersion auch tatsächlich auf euch wirken zu lassen. Sitzt ihr da zu nah dran, bringt das nichts. Ja? Dann habt ihr denselben Bildausschnitt, als würdet ihr da auf einen 20 Zoller gucken. Das wollen wir ja nicht. Also dran denken, großer Monitor braucht auch dementsprechend Platz. Oder ihr nehmt das Ganze hier hinten raus, könnt ihr natürlich auch eine Weserhalterung montieren und das Ding dementsprechend an die Wand dübeln. Das wäre Variante 2. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die technischen Daten ein. Was haben wir hier grundlegend? Erstmal, das ist ein 37,5 Zoll Monitor, der löst auf in 3680 mal 1600 Pixel. Das ist also ein bisschen höher als Ultra WQHD. Hat einen Vorteil, der Monitor ist nicht so flach. Wenn ihr die normalen Ultraweitmonitore seht, die sind immer ein Stückchen flacher. Das kann manchmal ein bisschen komisch wirken, ja, weil das Bild zwar ultra breit ist, aber in der Höhe ziemlich begrenzt. Das habt ihr ja nicht, dadurch, dass er ein paar Pixel mehr hat. Dann haben wir ein IPS-Display, nicht nur irgendein IPS-Display, es ist ein Nano-IPS-Display. Das Komfort kalibriert ab Werk von LG. Den Kalibrierungsbericht habe ich euch vorhin schon mal beim Unboxing gezeigt, was da alles so dabei ist. Was haben wir noch? Wir haben ein Display, das bis zu 160 Hertz schnell sein kann und eine Millisekunde Response Time Gray to Gray ist angegeben. Wir haben eine Helligkeit, die LG verspricht, von 450 Nits. Da kann ich jetzt schon mal sagen, der ist heller. Ich habe das ausgelesen mit dem Spider X. Das zeige ich euch nachher auch noch, das Protokoll von der Messung des Monitors. Er ist in ein paar Sachen besser, ein paar Sachen leicht unter dem, was LG angibt. Aber das ist halt wie bei einer CPU oder einer Grafikkarte, nicht alle entsprechend derselben Qualität. Die eine lässt sich besser übertakten, die andere halt nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Display. Schauen wir uns jetzt ein bisschen so Sachen an, die man damit machen kann. Ich blende euch ein paar Bilder ein, dass ihr mal so eine Idee kriegt, wie das Format so ist, also wenn man mal zwei Fenster nebeneinander legt oder wenn man einfach mal drauf spielt. Und dann kommen wir zum Fazit. Was wir hier sehen, ist die Messung mit dem Spider X Colorimeter. Und zwar haben wir uns da mal angeschaut, wie der Monitor ab Werk kalibriert herkommt. Er deckt ab 100% sRGB, 90% Adobe RGB, 95% P3 und 86% NTSC. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass der Monitor deutlich heller ist als vom Hersteller angegeben. Er schafft nämlich statt den 450 Nits 550 und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Kommen wir nun zum Fazit, zum LG 38GN 950B. Als erstes muss man immer anführen, der Preispunkt. Preispunkt für diesen Monitor sind 1100 Euro. Das ist das, wo ihr circa damit rechnen müsst, wenn ihr diesen Monitor haben wollt. Ihr kriegt sehr viel fürs Geld, das muss man wirklich sagen. Es ist ein sehr gutes Display, also das Panel ist wirklich gut. Wir haben echt ein riesen Brett vom Monitor vor uns stehen. Also klein ist was anderes. Für die Immersion, zum Beispiel bei Spielen wie dem Witcher oder Cyberpunk oder GTA oder bei Autorennen, ist es mega gut.
Für mich persönlich, in Schuhtorn ist es mir zu groß, weil das schon ein Format hat, wo ich teilweise den Kopf nach links und rechts drehen muss, um die Sachen im Blick zu behalten. Rein zum Arbeiten ist das Ding nicht schlecht. Es macht natürlich Spaß, wenn ihr Videos cuttet und ihr habt die Timeline einfach mal gefühlt so breit. Das ist echt angenehm. Für Excel aufgrund der Krümmung wiederum finde ich es persönlich nicht so gut. Das muss man sich überlegen, ob man das dafür braucht oder nicht. Da ist meiner Meinung nach ein Flat Panel besser geeignet. Dann die Beleuchtung ist echt cool gemacht. Ja, vor allen Dingen der Modus, wo sich die RGB-Beleuchtung aufgrund der Bildschirminhalte anpasst, was ich euch vorhin kurz gezeigt habe. Das ist sehr cool. Ja, das sorgt nochmal so für ein bisschen extra Kick bei der Immersion. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was ich bei den Ergonomiefunktionen leider nicht schön finde, ist, dass man den Monitor nicht zur Seite hin und her verschieben kann, sondern nur in der Höhe und neigen kippen. Das finde ich bei dem Preispunkt etwas schade. Ansonsten Anschlussmöglichkeiten, der Hub funktioniert tadellos. Dann haben wir leider kein HDMI 2.1. Das heißt, für die neuen Konsolen ist der Monitor leider nicht geeignet, weil er das nicht ausreizen kann. G-Sync compatible ist er auf jeden Fall. Das hat auch reibungslos funktioniert. Monitor wurde erkannt, G-Sync enabled, los geht's. An sich muss man sagen, es ist schon wirklich ein Top-Monitor. Die Sache ist immer, braucht ihr das oder braucht ihr das nicht? Wenn ihr wirklich sagen wollt, hey, für mich ist der Monitor das Wichtigste, ihr kriegt dann ein Top-Gerät. Wer sagt, ich bin ein bisschen preissensibler, für den fällt das Modell wahrscheinlich raus. Allein, weil er halt einfach so teuer ist. Also 1.100 € ist natürlich schon Brett, obwohl man ganz klar sagen muss, er liegt dann auch im selben Preisbereich, in dem auch die Mitbewerber liegen. Also er ist nicht teurer, er ist nicht billiger, er schwimmt da gut mit, sagen wir es mal so. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es gut war, lasst ein Like da, schreibt Kommentare, sagt mir, was ihr von dem Monitor haltet, wäre das was für euch oder nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein Feedback gebt zur Audioqualität. Weil jetzt haben wir mal ein ganzes Video aufgenommen mit einem anderen Mikro. Und ich hoffe, da ist jetzt wirklich endlich mal eine Besserung da, damit sich auch die Audiophilen nicht mehr gestört fühlen durch meine Videos. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.